wieder raus. Und das müsst ihr euch im Winter vorstellen bei minus 10 Grad. Ja? Und dann soll der Lanz zum Holzrücken ausdrücken. Das gibt es. Ja? Also ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort in Taunus. Und der Bauer Eisert gegenüber, der hat im Winter den Landbundok angeschmissen. Das hat aber dann der ganze Ort gehört, wenn der angesprungen wird. Ja? Das war schon eine ganz, ganz besondere Sache. So, jetzt sind wir also dabei, den Glühkopf hier vorne zum Glühen zu bringen. Irgendwann wird er dann mal gucken, wie es da aussieht an dem Golfball, ob der dann schon ordentlich leuchtet. Und wenn das der Fall ist, dann kommt der spannende Augenblick, wo man mit dem Lenkrad das Reifen eingesteckt ist in die Grundscheibe aus der Kontrolle den Anspruch angeht. Ich habe nur eine Bremse, die wirkt auf den Antrieb. Das sieht man hinten sehr schön nachher, wenn der Motor läuft. Das heißt, eine umlaufende Breitbandbremse, die greift auf eine Metallscheibe und da kann man abbremsen und das reicht auch völlig aus. Man hielt ihn nicht ganz, das ist ja kein Eilbulldog. Das hieß dann Eilbulldog, weil er 40 fahren konnte. Nicht der kleine Einheit. Der große, ne? Also, wie viel PS hat er hier? 20. Stellt euch mein bitte Lieber. Mal den Reihen aber so was von. Drei PS. Und okay. Die Reihen fast bis dahin. Also 25 PS ist viel mehr, als man im Allgemeinen denkt. Wir sind heute nur verwöhnt, wo wir jeden Golf und jeden Audi A4 mit 200 PS bekommen können. Ja? Wenn man sich das überlegt, 25 Pferde in dieser Maschine drin, das war richtig was. Da konnte man alles mit erfahren. Wie kommt es, dass dieser Bulldog bei euch ist? Wie lange hast du den schon? Ja, wir haben dann gesagt, er ist nur ein Jahr und dann wieder mehr und dann geht es auch so vor, dass er auch so mal die Kurve kommt. Ja, ich liebe zum Glück, ja. Und wir waren auch so zwei, so ein Jahr. Gut, man muss auch was einkaufen. Also ihr erkennt die Straßenausführung an den Kurzflügeln. Das hat natürlich der Ackerbulldog nicht, das braucht er nicht. Da ist alles offen und freilaufen. Und wenn ihr nachher mal guckt, ich weiß nicht, hast du den mit der Ackerkralle dabei, mit der Ausklappbaren, dann geht er nachher mal da, wo die Bulldogs sind, hin. Da hat er einen mit einem Hinterrad, was so ganz spezielle Krallen hat, ist eingeklappt. Und den kann man ausklappen, können wir nachher machen, ja, bei der Trägervorführung. Und dann seht ihr, was man hatte für Tiefboden, ja, und auch im Winter, wenn überall Schneematsch ist, dann klappte man diese Krallen aus und dann war das wie Schneeketten an diesem Bulldog. Also wie gesagt, 100 Jahre alt ist die Firma, die mit ihrem Traktor wirklich das Leben des Landwirts revolutioniert hat. Das war die wichtigste Erfindung überhaupt. Und wenn heute so viel geschimpft wird, was alles nicht biologisch ist und was alles angeblich der Mensch gemacht hat, es wird immer vergessen, wie viel andere Arbeit so ein Bulldog ersetzt und wie umweltfreundlich das im Endeffekt damit im Verhältnis ist. Und vor allem überlegt mal, wie nachhaltig das neue Modewort so etwas ist, was jetzt 60, 80 Jahre alt ist, immer noch funktioniert, immer erhalten wird und dann auf so einer Veranstaltung natürlich jetzt hier zur Vorführung. So, jetzt gucken wir mal, wie weit er ist. Ja, ich weiß nicht, der junge Mann. Hast du mal reingeguckt, wie sieht es aus mit einem Golfball? Fühlt er schon? Ja? Also? Hier seht ihr alles. Ja, Baujahr 37. Wichtig ist noch, was hier steht, ein Zweitakt-Dieselmotor. Er hat also keine Ventile. Ist ganz ein ruhig laufender Motor, deswegen kann er eben auch rückwärts laufen, wenn man es falsch macht. So, wir wollen ihn aber nicht nervös machen. Jetzt wird hier aufgedreht, dass Kraftstoff kommt. So, ja, er weiß genau, jetzt wird vorgepumpt, der Kraftstoff, in der mechanischen Einspritzpumpe. Genau, lieber das Schild wegnehmen. So, und jetzt wollen wir mal gucken hier. Jetzt kommt das Anwerfen und wenn er anspringt, dann gibt es einen riesen Applaus. Ja, noch wollte er nicht. Ist nicht ungefährlich. Er muss nämlich blitzschnell das Lenkrad rausziehen, damit sie nicht die Hand bricht, wenn er anspringt. Jetzt läuft
der Landpullock. So, jetzt ist hier beim Anti-Anregner. Ja, aber gleich mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen, dass er runde Wolken macht, aber ich glaube, es ist zu windig. Und deswegen macht er keine Raufung, ja? So, also er ist die Idee ganz genau eingewiesen hier. Klappen zu, dass der Kopf warm bleibt und die Löslampe raus und auspusten. Und alles wird wieder verstaut. Und jetzt kommt dieses berühmte Landpullock. Da sagt ich ja jedes Mal, hat man früher in der Macht gesagt, deswegen hat die Feuerwehr, die ihr Mann überlebte Brote mit aufs Feld gegeben, weil er hat abends im Löffel den Keller nicht mehr gebrochen. Ich habe mich aber auf diese Gelöte gesetzt. Also, das ist der Landpullock hier in diesem Fall aus dem Jahre 1937. Eine Erfindung, die mit dem Gummimops begann im Jahre 1921 und die, wie gesagt, dazu führte, dass die Landwirtschaft revolutioniert worden. Das ist unser traditioneller Beginn hier bei unserer Veranstaltung und ja, jetzt geht es dann ganz einfach im Programm weiter. Ich hoffe, Sie haben sich alle ein kleines Programm geleistet, das nur der Zeit da drin. Ich würde aber hier vorstellen, drauf, was wir als Bild haben. Wir haben also jetzt diese Funktion.